Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Förderer des Hauses, herzlich willkommen hier zu Beglückung der Welt. Ich begrüße herzlich Jill Barow. Jill Barow ist aus New York angereist, zusammen mit Stefana McClure, ebenfalls aus New York. Ich begrüße herzlich Jan van der Ploeg aus Amsterdam. Danke. Herzlich willkommen. Das ist der Künstler dieses Raums hier. Und ich begrüße herzlich, nicht so weit, aber Berlin kann mitunter sehr weit sein, wie das Haus, Joachim Grommig aus Berlin. Ein Schriftsteller hat mal gesagt, Schönheit sei die Verheißung von Glück. Und wenn das zutrifft, dann wären die schönen Künsten also Boten des Glücks und die Künstler würden mit ihrer Botschaft auch die Welt beglücken können. Wenn man jetzt nach dieser Beglückung der Welt fragt, wodurch denn, so muss man ja eigentlich die Frage der Beglückungsmöglichkeiten nach den Beglückungsmöglichkeiten oder Potenzialen der Kunst richten. Und ich glaube, was das betrifft, steht die Architektur an vorderster Stelle. Schon mal aus ganz simplen Dingen, dass sie uns Zuflucht gewährt und Geborgenheit und ein Zuhause. Sie ist eine existenzielle Kunst, sie ist eine soziale Kunst, sie ist nicht nur für unser privates Glück unerlässlich, das weiß jeder, sondern eigentlich auch, sie bestimmt auch die Form des Zusammenlebens des Menschen. Und sie ist für das Leben gewissermaßen unverzichtbar. Architektur muss auch immer lebensdienlich sein, im Gegensatz zu anderen Künsten, die das nicht müssen. Die Architektur schafft also, wenn man so will, eine Art zweiter Natur für uns. Sie ist auch eine zweite Natur geworden, mehr oder minder, denn wir leben mehr zwischen Häusern, als dass wir eben in der freien Natur leben. Sie ist das Ordnungszentrum des Menschen, so kann man sagen, von dem aus, vom Haus aus er seine Streifzüge in die Welt unternimmt und zu dem er auch wieder zurückkehrt. Und ohne diese Basis wären wir eigentlich gar nicht existenzfähig. Ich muss das nicht weiter ausführen. Gaston Bachelard hat in den 30er Jahren ein wunderbares Buch geschrieben, das ich immer gerne empfehle, über die Poetik des Raumes. Und da spürt er der Psychologie des Hauses nach und er spricht von dem Haus, auch vom Intimitätswert des Hauses. Es ist unser Winkel in der Welt und da dachte ich natürlich sofort an dieses schöne Haus, weil Mies nämlich auch wusste, dass wenn man einen Winkel baut, schafft man schon ein Minimum an Geborgenheit und Offenheit zugleich. Und wenn wir das jetzt weiter in die moderne Kunst bringen, dann nach Bachelard ist also ein Raum, der Wohlsein ermöglicht, also Glück in der Welt, ein gelungener Raum. Und wenn man diesen Begriff des Winkels im symbolischen Sinne versteht, dann wäre sozusagen auch der rechte Winkel einer, der uns eben Geborgenheit und Offenheit, ein Zuhause in der Welt ermöglicht, der, um es mit Bachelard zu sagen, als eben Zentrum von Privatheit und Intimität uns erlaubt, in Frieden zu träumen. Okay. Ja.